Ja, immer diese technischen netten Nettigkeiten. Wolan! Wolan! Zeigt uns jenen ach so köstlichen Beweis, den wir noch nie zuvor sahen. Okay! Hier ist ein Übersichtsplan! Der neue entscheidende Beweis ist... An Sophie. Es gibt nur einen möglichen Ort für den neuen Beweis. Er ist in Sophies Besitz. Ich soll ihn haben? Ich habe es für einen Sekundenbruchteil sehen können. Etwas, das sie nicht haben sollte. Ein Gegenstand, der unseren Beweisen widerspricht. Mein Anwaltssinn flüstert mir, dass dieser Gegenstand der Schlüssel zu diesem Fall ist. Ja, was ist es denn jetzt? Hochinteressant, bla bla bla. Euch scheitern sehen, Freude. 3, 2, 1 und verkauft. Wer ist denn jetzt wieder an Sophie, genau? Ja, es gibt ja nicht nur an Sophie, es gibt auch, also, in Sophie, über Sophie. Weißt du, an ist nicht der einzige Vorname, den man mit Sophie kreuzt. In Sophie betreibt ein Gasthaus. Hä? In Sophie betreibt ein Gasthaus. In Sophie. Das verstehe ich nicht. Weil doch in Rollenspielen die Gasthäuser immer mit in. Ach, in Sophie, ja genau. Stimmt. Du bist das. Möge die Verteidigung dem Gericht doch bitte aufzeigen, was nun genau dieser ominöse Beweis sein soll, der angeblich im Besitz der Angeklagten sein soll. Euer Ehren, hat die Ausspuckkönigin Ihnen was geliefert? Ja, Nudeln mit Soße. Hm. Okay. Und hat doch irgendjemand geschrieben, voll das Drama und ich Mampf hier oder so. Ja, genau. Da, ne? Ich hab halt Hunger. Ja, eben. Wir sind schon so lange dabei. Ich habe eigentlich auch schon Hunger, aber ich habe nichts da gerade. Ich habe irgendwo hin. Wir langsam fertig sind. Ja, eigentlich sollten wir jetzt so langsam in einer halben Stunde durch sein. Ja. So war der Plan. Weißt du was? Ich habe nur trockenes Toastbrot hinter mir und ein paar Tic Tacs hier vorne. Tic Tacs hast du irgendwie immer da. Tic Tac Junkie. Da kam nur ein einziger raus. sah aber nach mehr aus, ne? Ich dachte wirklich, du hast jetzt die halbe Flasche leer geschüttet. So sollte es aussehen, ja. Dürfte ich das Armband an eurer linken Hand einmal genauer betrachten? Gewiss. Wenn ihr dies möchtet. Es ist übrigens ein Anhänger, müsst ihr wissen. Ein Anhänger der großen Hexe. Die Schatten. Doch das Band ist irgendwo zerrissen, als ich im Glockenturm war. Deshalb trage ich ihn seitdem am Handgelenk, seit Prozessbeginn also. Das andere ist doch auch zerrissen. Aber dieser Anhänger, er scheint dem Anhänger, den wir schon kennen, genau zu gleichen. Momentchen mal! Was geht hier vor sich? Ja, aber wir konfiszierten doch ihren Anhänger am Schauplatz des Verbrechens. Warum? Wie kann sie ihn jetzt haben? Ist der Anhänger vielleicht so ein Stein für einen Zauberspruch? Und mehrere Hexen können sowas haben? Ja. Ich verstehe das nicht. Und von sowas bekomme ich schnell Kopfschmerzen. Ich habe damit also recht gehabt. Ich habe bezüglich des Anhängers eine weitere Frage. Sophie, könnt ihr euch daran erinnern, wann genau das Band zerriss? Ich habe jetzt eine Dirt 2 Werbung. L3, Entschuldigung. Ja, du müsstest mal wieder ins Bild. Dein Bild ist weg. Wenn bei mir Werbung auftaucht, da wo du sein müsstest, dann bist du dran schuld. Aber ich habe doch Bild. Nein, dein Bild. Du, deine Kamera. Ist nicht bei mir da. Ach so, oh, wieso hat es die getrennt? Moment. Keine Ahnung, ist schon mal passiert. Und dann kam Werbung. Das ist schlimm. Also diese Werbeeinblendungen sind ungeplant. Außer du hast dafür gesorgt. Dirt 3 ist eh scheiße. Ja, nehmt lieber Dirt
Nee, ich fand's eigentlich sogar nicht schlecht. Showdown, Dirt Showdown war gut. Ist das nicht nur ein DLC von Dirt 3? Nee, ist ein eigenes. Lass du noch meine Salatbox wieder zusammen, damit ich das dann nachher so in den Müll versuche. Da ist nein, kann mich nicht daran erinnern übrigens. Ah, mein Salat! Ja. Als ich eure Gesellschaft verließ, war das Band noch ganz. Das weiß ich zumindest, aber danach... Mit anderen Worten, sie hat keine Erinnerung daran. Außerdem an den doofen Flamer, der hier, der hier sagt, wir werden in einem halben Jahr nicht fertig. Ja, das ist vielleicht, weil... Der Prozess geht aber auch lange. Ja. Also wir machen ja schon schneller als sonst. Ich warte immer noch darauf, dass Snake mal wieder auftaucht. Ja. Sie weiß nicht, wann die Kette kaputt ging und sie nur am um ihr Handgelenk gewickelt hat. Wir sind heute eigentlich sehr diszipliniert. Ja, im Gegensatz zu sonst. Ja. Stell dir mal vor, wir würden das wie sonst machen, dann hätten wir allein hierfür schon 3 Tage gebraucht. In Stunden. Ja. Dies kommt dem Gericht äußerst bizarr vor. Euer Anhänger wurde dem Gericht doch schon als Beweis vorgelegt. Und doch hat Sophie immer noch ihren Anhänger. Und das können wir alle bezeugen. Dies bedeutet dann, dass es 2 Anhänger geben muss. Wirklich? Ja, sie sehen nicht doppelt. Dann gibt es also 2 und weiter. Die Angeklagte wurde auf frischer Tat am Schauplatz des Verbrechens ertappt. Ob dieser Anhänger nun ihr gehört oder nicht, ist vollkommen ohne Belang. Ey, ich sag dir, es schafft auch, sag ich mal, mit schnellerem Tempo als wir, keiner in mal so eben 2 Stunden diesen gesamten Prozess. Ich auch nicht. Außer er klickt einfach nur durch. Klickt durch und schaut sich dann nur die Aussagen an. Dann ja. Ja, jawohl! Herr Inspektor. Jawohl an! Sie wurde in der Tat, in frischer Tat von uns, den Wachen, ertappt. Dieser Anhänger kann diesen Prozess möglicherweise entscheiden. Nichts kann einen Prozess mehr entscheiden, als das Ertappen der Angeklagten auf frischer Tat. Der 2. Anhänger wurde nicht von Sophie fallen gelassen. Es muss so sein, wie die Verteidigung schon einmal vermutete. Eine weitere Person befand sich am Tatort. Was? Ja. Was? Oh Mann, ey. Der ist ja wie so eine Rakete. Pfiou. Oh, Ema Sky ist mit in unserem Chat. Er? Ema Sky! Er? Ema Sky! Ah, die! Hallo! Ja, die in dem Fall mit Joa Danke, glaube ich, war das. Ah, stimmt, der Name, ja. Ich dachte, die Person jetzt, die da ist, muss mir was sagen. Nee. Ruhe! Angeklagte, übergebt dieses Gericht. Nein, übergebt diesen Anhänger. Ach. Übergebt euch dieses Gericht. Boah. Übergebt diesen Anhänger bitte dem Gericht als Beweismittel. Hallo? Sehr wohl, hohes Gericht. Nick? Wenn es 2 Anhänger gibt, dann können wir jetzt vielleicht diese merkwürdige Maschine zum Laufen bringen. Ha. Stimmt, jetzt ergibt alles Sinn. Deshalb hat es vorher nicht geklappt. Euer Ehren, die Verteidigung möchte noch einmal versuchen, den Mechanismus des Glockenturms in Gang zu setzen. Was? Warum gerade jetzt? Der App-Arat hat vorher nicht funktioniert, da wir nur einen... Da wir nicht den kompatiblen Anschluss hatten. Ja, nur einen Anhänger hatten. Ein kompatibles Endgerät. Mhm. Und man benötigt beide! Ihr dümmlicher Tor, versucht es nur, so oft ihr wollt. Es wird nicht funktionieren. Großinquisitorin Gloria, ihr wisst doch, dass dies nur Zeitverschwendung ist. Wenn es nicht funktioniert, warum sollten wir der Verteidigung die Chance nehmen, ein weiteres Mal zu versagen? Was? Verteidiger, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr nur diese Apparatur bedienen könnt...
Versucht es nur, falls euch nicht selbst schon der Gedanke kam, wie nutzlos dieses Unterfangen ist. Wo kommt das denn her jetzt auf einmal? Die hilft plötzlich voll. Ja, sie ist wie Edgeworth. Seit wir nicht weitergekommen sind. Hm? Sie ist wie Edgeworth. Ja, total. Einspruch! Ich dachte, wenn ich Einspruch rufe, fällt mir noch irgendwas ein. Die Verteidigung erhält eine weitere Chance, ihre Theorie bezüglich der Apparatur des Glockenturms zu beweisen. Jetzt ist aber die Frage, dürfen sich die Strahlen kreuzen? Begeben wir uns doch alle mal zum Glockenturm. Bup. Jetzt fangen wir halt erst einmal an. Mach du mal, ich trinke mal einen Wein. Dies ist euer letzter Versuch. Ich weiß. Habt ihr keine Angst? Das Leben der Angeklagten liegt in euren zittrigen Händen. Das tat es schon gerade eben. Es wird kein... Euer Ehren, noch einen Versuch bitte mehr geben. Und möglicherweise ist dies ja ein unlösbares Rätsel. Vielleicht hätte ich ein Rätsel wie dieses wirklich nicht lösen können, bevor ich nach Labyrinthia gekommen bin. Aber jetzt kann ich es mit jedem Rätsel aufnehmen. Sie haben mir das beigebracht, Professor Layton. Sie lehrten mich, dass jedes Rätsel eine Lösung hat. Ich habe jetzt alles, was ich brauche. Was meinst du, Maya? Sollen wir loslegen? Klar doch! Los geht's! Schwupp, schwupp! Nochmal! Wie schreibe ich das denn in die Partbeschreibung? Was meinst du? Naja, bei dem einen Part Rätsel 64, der Glockenturm, und dann bei dem Part jetzt... 64, der Glockenturm. Diesmal aber wirklich. 64.2. Ja. Brrp. Okay. Mhm. Okay, das nochmal so in der Art. So, Nummer 1. Und jetzt wird uns nicht irgendwie die Chance weggenommen. Gut. Ah, oder wir machen das Ding und nehmen... Und schauen mal, wie wir das sonst noch so hinkriegen könnten. Den anderen... So nicht. Ah, nee. Hier ist noch was. Da ist noch was. Also ich denke ja nicht, dass es dann so einfach... Oh! Hä? Aber wir müssen ja beide gleichzeitig... Wir sind doch gleichzeitig. Nee. Die leuchten kurz auf. Warte mal, wenn ich ganz schnell bin. Nein, klappt nicht. Okay, also so funktioniert es nicht, weil wir müssen irgendwie eine Verbindung haben, dass dann auch am Ende... Oh Gott. Oh Gott. Jetzt wird es echt kompliziert. Also wir müssen nämlich das so machen, wenn wir einen drehen, dass dann beide genau gleichzeitig aufleuchten. Ah, jetzt verstehe ich. Mhm. Okay, das ist tricky. Ja. Ah, und jetzt? Ha! Ja, cool. Bam! Doch nicht so tricky. Ja, ich dachte jetzt schon, ich hätte das Rätsel gelöst erst an der einen Stelle, aber das wäre es ja gewesen. Man muss eben über den Tellerrand schauen. Juhu! Tellerrand. Brillant. Sobald die zwei roten Kristalle beleuchtet werden, strahlt der große Kristall auf dem Turm ein blendendes Licht aus. Blendend. Blödsinn. Ich bin mir sicher, dass ich es richtig gemacht habe. Das ist wie Platscher. Es ist nichts passiert. Quietsch, 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 klack, klack, klack. Knarz. Dieses Geräusch. Geh auf. Alohomora. Das ist der Mario! Mach den... Ja, okay, weiter.
welch beeindruckende Apparatur. Was haben wir denn da? Allerdings nicht einmal halb so beeindruckend wie die großartige Schönheit der Mutter Natur. Ja. Oh, ich möchte diese Stufen erklimmen. Ich mag es, ganz oben zu sein. Wir werden euch zur Seite stehen. Ah, du kannst leider nicht zwei gleichzeitig sprechen. Also so, dass es sich so anhört. Wir könnten zusammen. Ja, jetzt habe ich den... Wir werden euch zur Seite stehen. Ach, komm schon! Ich muss da auch hin! Moment. Sehr gut, Nick. Lass uns nachsehen, was sich dort oben befindet.